Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Bioshock 2. Wir sind bei Fontaine Futuristics und vermutlich ist es die letzte oder die vorletzte Episode, denn wir sind der Dr. Lamp ziemlich nahe. Ja, mal schauen, ob wir sie finden und was sie so für Überraschungen für uns hat. Diese Einrichtung gehört jetzt der Stadt. Ryan Industries. Zumindest bis die Unruhen abflauen. Es ist zwar bedauerlich, dass solche Maßnahmen ergriffen werden mussten, aber ich muss gestehen, es ist auch erfreulich, dieses Gebäude zum Abbruch freizugeben. Fontaine ist fort. Lamp ist fort. Beinahe jedenfalls. Nice. Wie sie da... Oh, die Schmetterlinge ist wieder da. Was ist es an Lamp, dass euch das so gefällt? Oder denkt ihr eh schon gar nicht mehr klar wegen den ganzen Zeugs, was ihr euch da so reinpfeffert habt? Oh, das wird ein Geschenk. Please hurry, Daddy. Ja, ich gebe mein Bestes. Was haben wir denn da? Schadensforschung. Bist du ein Meisterforscher, mach mit Schadensforschung das Beste aus den freigeschalteten Schadensboni. Ah, wir sollten vielleicht die Kamera mehr nutzen, hä? Was nehmen wir denn? Körperpanzerung, Hackers Delight, Eve Schoner. Vorsichtiger Hacker. Schwierig. Eissturm, Cure All. Ich gehe mal statt Hackers Delight. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Wo ist die Kamera? Bist du ein Gegner? Nee. 9. Oktober 1967. Hallo. Mein Name ist Gilbert Alexander. Und in weniger als einer Woche werde ich im klinischen Sinne geisteskrank sein. Ich mache diese Aufnahme noch vorher. Als letzten Versuch, Menschen, für die ich vielleicht eine Bedrohung sein werde, zu helfen, mich auszuschalten. Meine nächste Aufnahme wartet hinter dem Sicherheitscheckpoint auf Sie. Der Bioscan stellt sicher, dass Sie psychisch normal genug sind, um diese Aufnahme überhaupt zu brauchen. Okay, was für eine Scheiße wartet jetzt auf uns? Gil Alexander. Wenn ich mich recht erinnere, war er von Anfang an der Entwicklung der Big Daddies beteiligt. Sehr wahrscheinlich, dass er was mit dir und Eleanor zu tun hatte, mein Junge. Ja, der sich zum allerersten Big Daddy gemacht, oder? Oh, ich glaube, hier ist mal gesprengt worden, so wie es aussieht. Was haben wir da hier? Gar nichts. Das hat einfach nur so geglänzt. Alles klar. Oh, was ist das? Adam! Nice, gratis Adam. Da sage ich natürlich nicht nein. 355. Okay. Ich glaube, wir müssen wieder mal ein paar Sachen ausgeben. Okay. Schwere Niete, 50er Kaliber. Oh ja, gib. Oh, der Heckpfeil. Was? You're fired. Du schaust leider nicht so gut aus, aber ich glaube, du bist erst vor kurzem gestorben. Das für eine Drohne. Oh, sie kommen wieder, um sich noch mehr geniale Erfindungen von Fontaine unter den Nagel zu reißen, was?
Sie müssen wissen, Sir, ich bin eine juristische Person. Sehen Sie, Sir, ich bin Alexander der Große. Eine Firma ist ein Organismus, mein Freund. Und ich kann dich mit einem Fingerschnippen zurück in den Ozean hinauspissen. Ja, das werden wir sehen. Meine oh fuck, what the fuck? Wo bist du? Ach, da! Voll nix sehen. Dankeschön. Nicht mit mir. Alter! Alter, komm jetzt. Wo ist der Letzte? Komm her. Na, das werden wir noch sehen, ob du ein Gewinner bist. Vor allem ist es nicht schlau, immer auf die gleiche Position zu gehen. Okay. Alexander der Große? Verdammt, ja, witzig, ne? Das muss Gil Alexander sein. Der gleiche Typ, der die Nachricht vorhin hinterlassen hat. Klingt aber ziemlich durchgedreht jetzt. Gut, hat er ja auch schon erwähnt. Okay, hacken. Ich hätte bitte Free Stuff gern. Oh, scheiße. Fuck, fuck, fuck. Fuck, 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 fuck. Wir warten jetzt hier einfach mal. Was? Nein! Ey, das ist voll unfair. Alter. Okay, wir brauchen unbedingt... Ach, ich bin ich ein Vollidiot. Ich hätte hier die ganze Zeit den Alarm abschalten können. Wir tun dich mal hacken. Ach man, das war echt dumm. Das war echt dumm. Okay. Oh, dich kann man auch noch hacken. Ist blau. Schön. Haben wir hier Loot? Nö. Okay. Dann gehen wir mal nach oben. Also ganz vage erinnere mich an das. Aber ich weiß nicht mehr, wie schwierig das war. Was haben wir hier? Schwere Niete. Ja, immer gerne. Unten auf die andere Seite. Da müssten eigentlich noch ein paar Schwere von mir liegen. Moin. Oh, schade. Keine Musik. Bandagen. Antiperson. Nice. Könnte noch nützlich werden. Und da habe ich meine letzte Schwere. Alles klar, wir machen einen Abflug. Geht da mal eins weiter. Verbandskasten wäre noch ganz geil. Was ist das? Sicherheits-Bioscan. Initiere Bioscan. Und? Bin ich normal? Identifiziere Freigabelevel. Identifiziert. Klinisches Versuchsobjekt. Klassifikation: Protektor. Typenbezeichnung: Delta. Status: Verstorben. Fehler. Status wird aktualisiert. Bitte warten. Ja, ich bin doch ziemlich lebendig. Und jetzt? Was soll das? Meine Sekretärin bürgt für dich? Geil. Du bist einer von den alten Protektoren, was? Jo. Du bist ein gutes Produkt, Delta. Ein gutes Produkt. Für die Ewigkeit gebaut. Sieh jetzt nicht hin, aber ich glaube, einer deiner alten Kollegen will dir Hallo sagen. Na, bitte nicht, Big Mama. Oh, what the fuck? Wer ist es? Holy shit! Gott sei Dank habe ich die. Fuck.
Okay, nice. Dankeschön. Typenbezeichnung Delta. Status aktuell. Okay, ich hätte gern Giftspritzen. Zweimal. Verbandskasten hätte ich auch gern. Ich glaube, das reicht erstmal. Gut. Status aktiv. Zugang gewährt. Dankeschön. Und die nächste Message. Hallo, hier bin ich wieder. Ich wurde einer extrem hohen Dosis Adam ausgesetzt. Wenn Sie dies hören, habe ich die Sicherheitsvorkehrungen für diese Einrichtung bereits massiv hochgefahren. Sie, mein anonymer Freund, müssen diese Sicherheitsvorkehrungen umgehen und mich töten. Bitte glauben Sie mir, wenn ich selbst dazu in der Lage gewesen wäre. Ach, wo wir gerade bei guten Neuigkeiten sind, Sie können die Aufnahme unter diesem Bildschirm dazu benutzen, die Stimmenscanner, auf die Sie stoßen werden, zu passieren und in das Sicherheitsbüro zu gelangen. Das Passwort ist Agnus D. Okay, sehr praktisch. Agnus D. Aber wenn er noch so klar genug gewesen ist, die ganzen Aufnahmen zu machen, dass er sich dann nicht hat umbringen können. Moin. Zum Betreten bitte Passwort aussprechen. Agnus D. Zugang gewährt. Willkommen, Gil Alexander. Ja, nee, ganz. Das habe ich gehört. Mein Konterfei und meine Stimme sind Firmeneigentum, Delta. Genau wie du. Zwing mich nicht, dich auszuschlachten, Freundchen. Ja, mal schauen, wer hier wen ausschlachtet. Hier haben wir, glaube ich, sonst nichts. Okay, dann gehen wir mal da rein. Und mal schauen, wie er darauf reagiert. Bitte Passwort aussprechen. Ich habe dich gewarnt. Wenn du gefunden bist, Erfahrung ein. Nass und Nässe geht's dir rein. Ein Gesellchen, wenig Geld und Loser will zum Superheld. Stärker, schneller, heller sein. Die Zukunft liegt hier bei Vorteil. Zugang verwehrt. Bitte sprechen Sie deutlich. Automatische Deaktivierung für 60 Sekunden. Na toll. Ah, er blockiert das stimmengesteuerte Schloss mit seinem Gejaule. Sieh zu, ob du ihm die Kontrolle über das Sicherheitssystem des Gebäudes abjagen kannst. Das Sicherheitsbüro liegt weit über deiner Gehaltsklasse. Okay, wie soll ich das machen? Wenn du die Partout nützlich machen willst, die Klos müssten dringend geschrubbt werden. Hier sind ein, zwei Aushilfen zu deiner Unterstützung. Von wo? Oh. Na toll, also wie kann ich jetzt... Ich nehme nochmal das hier alles mit. Ist er jetzt noch? Oh, wir machen Big Daddy. Kann ich es noch mal probieren? Zum Betreten bitte Passwort aussprechen. Na toll. Wenn du ganz unten bist, nur Qual und Pein. Okay, also das wird so nix. Hallo auch. Upgrades und Munition. Sehr gut. Einmal hacken, ich hätte gern wieder Free Stuff, bitte. Oh, nice. Ja, gratuliere! Du hast einen Intelligenztest gegen ein Haushaltsgerät gewonnen! Ne, da gehen wir noch nicht lang. Was haben wir in der Toilette? Nice. Da ist nichts, aber ich hätte gerne ein Medikit. Also erstmal hacken. Sehr gut. Und was haben wir hier? Lebst du noch? Nö. Ah, doch! Ah!
Holy shit. Mit mir spielt man nicht. Oh, okay, Big Daddy ist da am Rumkämpfen. Okay, zuerst mal Upgrades. Gen Upgrades. Wir machen erstmal ein Gentonika-Slot. Nö, Borderkraft, nein, Hackers Delight. Shorter Alarms, gefrierender Bohrer. Forschungsrune, Bohrer-Spezialist. Ah, machen wir das mit der Schnelligkeit. Erstmal ausrüsten. Elektrobolt 3, wenn dank der Elektrostroms zum Herrn über die Elektrizität. Oh ja. Jetzt bewirkt jeder Angriff Kettenblitze. Lade sie auf, indem du gedrücktes und einem anderen Elektrostrom aus. Jeder Blitz trifft mehr als einen Gegner. Hiermit können sie den Feind mit einem tödlichen Sturm attackieren. Das klingt witzig. Und dann machen wir noch ein Gesundheitsupgrade. Müssen wir was machen, gerade zweimal. Nice. Nice, nice, nice. Ich glaube, die Little Sister lasse erstmal in Ruhe, weil ich bin eigentlich soweit ganz happy. Was bist denn du? Wage es nicht, diesen Signalsender anzurühren, Delta. Er ist 10-mal so viel wert wie du. Ich bin sehr enttäuscht von dir, Delta. Die Zerstörung von Fontaine-Firmeneigentum kann mit fristloser Kündigung geahndet werden. Oder einfacher ausgedrückt, du bist gefeuert. Gefeuert! Gefeuert! Du bist nicht in der Position, mich zu feuern. Oh! Hör weiter so, du Amateur. Dauert nicht mehr lang, dann hast du's verpfuscht. Gibt's ja noch mehr? Ja. Okay. Okay. Mann, Leute. Okay, das geht voll auf. 2, 1. Ich hätte eigentlich auch schon wieder abschalten können. B-Hacken. Bitteschön. Okay. Einmal so und einmal so. Ah, shit. Aber du leuchtest überall, Mr. Bubbles. Zirkus. Da nochmal hacken, bitte. Das kriegen wir gutes. Oh, Antipersonen. Okay. Die Spritze einmal. Das ist okay. Jetzt habe ich ganz vergessen, wo muss ich eigentlich hin? Ach nee, ich muss ja das Sicherheitsterminal aufmachen, weil jetzt hat er vermutlich keine Kontrolle mehr über die eine Zone da, oder? Das ist bestimmt eine Falle. Okay, jetzt gehen wir nochmal retour und probieren es. Zum Betreten bitte Passwort aussprechen. Naja, fuck, er ist schon wieder da. Ein Mittelchen für wenig Geld und Loser wird zu Superheld. Was zu dem Plasmid Showroom? Zugang verwehrt. Bitte bist sprechen du deutlich. Automatische Deaktivierung für 60 Sekunden. Ich würde dich gerne hacken. Kontaktmine. Moment, wo ist es denn jetzt? Hackfleisch. Was ist mit dir? Die hacken. Nice. Ich habe dieses Gerät erfunden, Delta. Du fummelst dran rum wie ein verliebter Pavian. Nicht. Moin. Geil. Ja, immerhin. Gerade ist auch weiß. Also, dann gehen wir jetzt da weiter rein. Toys only.
indem er einen halt abfackelt. Wenn ihr ein talentierter Innenausstatter. Moin. Ich dachte, ich bringe mal ein bisschen Spannung hier rein. Ah, das wird. Ich habe keinen Code für das. Elektrobolt. Ja, Gesundheit brauche ich erstmal noch nicht. Sehr gut. Cool, ist das immer so? Dass wir nicht den... Eine kleine Spritze in den Arm und selbst ein hoffnungsloser Versager kann Mitarbeiter des Monats werden. Du solltest das am besten wissen. Sieh dich um. Kommt dir das hier irgendwie bekannt vor? Nö, eigentlich nicht. Abfackeln. Was wird das jetzt hier? Gentlemen, Fontaine Futuristics Alter. Lädt sie ein, ihre Skepsis abzulegen, ihre Erwartungen zu steigern und ihre Zweifel zu zerstreuen. Denn wir präsentieren ihnen die revolutionäre Kraft unserer Plasmid-Serie zur Heimatverteidigung. Ach. Darf ich um einen Freiwilligen aus dem Publikum bitten? Und wen schickt er jetzt rein? Nicht so schüchtern! Wie wär's mit Ihnen, Sir? Nein, der will ums Verrecken nicht! Sie, Ma'am, da hinten! Kommen Sie herunter! Einen Applaus für die Dame! Oh, einmal abfackeln, okay. Eine einzige Freiwillige? Was ist, Gentlemen? Die Dame ist doch furchtbar einsam, so allein hier oben. Kommen Sie herunter, Sie alle! Was? Scheiße, ich mache eine andere Waffe. Alter, was geht denn hier ab? Einen kräftigen Applaus bitte für Subject Delta. Ach, lass mich hier raus, bitte. Plasmide. Ist es das jetzt gewesen? Oh nein, jetzt kommt Big Daddy oder was? Kann ich jetzt gehen? Oh nein, Subject Delta. Sieht aus, als hättest du einem Kollegen die Schau gestohlen. Und jetzt will er sich rächen. Was wird Delta jetzt tun? Am liebsten... Ach du Scheiße, der hat auch noch Plasmide. Was habt ihr gegen mich? Oder haben die eine Gehirnwäsche gekriegt? Du bist immer noch ein Siegertyp, Delta. Okay, cool. Ohne dich war die Tour nur noch die Hälfte wert. Wenn man bedenkt, dass du so hochgespleist warst, dass du kaum stehen konntest, als wir dich in diesen Aufzug gesteckt haben. Die Fontaine-Betriebsrente ist dir so gut wie sicher, mein Junge. Okay, wir holen uns mal den Stuff von hier nur. Alles, was noch geht. Alles klar. Raus hier. Und auch das da werden wir hier wegnehmen. Hat das jetzt auch was gebracht? Nee. Okay, die ganzen Leichen hier untersuchen.
Sie fragt mich, ob er dann halt auch so ein Big Daddy ist, aber halt in mega badass. Und hinten, das habe ich noch vergessen. Da, wo wir vorher gewesen sind, da gab es ja so ein Teil zum Winterplastik jetzt. Da gab es, ja genau, das da. Einmal drücken. Dank der neuen hier bei Fontaine Futuristics entwickelten Plasmid-Technologien ist alles möglich. Die Macht der Götter liegt in ihren Händen. Unsere Eingriffe verlaufen schnell, schmerzfrei und sicher. Ja, du bist nur danach verrückt. Ich fühle mich großartig. Okay. Hallo. Morning. Soll ich da reingehen? Nö. Eve? Nice. Frank Fontaine. Wow. Sorry. Gefeuert. Schwere Miete. Einmal Eve. Oh fuck, wer bist du? Fuck! Oh. Oh. Wenn es lang hält, dann wirkt es. Sehr gut. Oh, das hat man wirklich. Schönes Büro. Würde jetzt auch nicht schlecht finden. Okay, haben wir hier was Interessantes? Nö. Außer, dass ich jetzt wieder betrunken bin. Oh, das nächste Teil. Ist der Chill. Ich warte jetzt mal, bis ich wieder normal bin. Die Fontaine-Familie. Na komm, beruhig dich. Bitte, 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 bitte. Komm. Hä, warum dauert das jetzt so lang? Ah, jetzt. Alles klar, weg damit. Ja, jetzt habe ich auch wieder einen Pfeil. Wohin? Jeder neue Tyrann wagte sich hierher auf der Suche nach Eroberungen, Delta. Fontaine, Ryan und jetzt du. Aber jeder möchte gern, Cäsar muss lernen, die Dolche seiner Gefährten zu fürchten. Frage dich, Delta. Was hat Sinclair davon, dass er dich hierher führt? Lebt die? Oh ja. Nice. Da lebt ja noch einer. Oh, tschüss. Ja, Leute, ich habe da so ein, zwei Upgrades. Die wirken ganz schön. Warte mal, da war noch was zum Untersuchen. Scheiße. Oh, super. Da ist alles unter Strom. Wie mache ich das jetzt am blödsten? Ich meine, kann ich auf die Sachen hier raufgehen? Oh ja, kann ich. Okay, jetzt warte noch mal, bis hier mal Strom kommt und dann gehen wir zu dem Teil davor. Plasmidbranche benötigt letztlich menschliche Testpersonen. Das ist unser schmutziges kleines Geheimnis. Und offen gestanden, Rapture will es auch gar nicht so genau wissen. Hauptsache, das Ergebnis stimmt. Freiwillige waren dünn gesät, selbst als die Wirtschaft einbrach. Ein Mann namens Sinclair wandte sich an uns.
Er hatte scheinbar unbegrenzten Nachschub. Er vermietete die Leute an uns, gefesselt und sediert. Fragen wurden nicht gestellt. Okay, einmal hacken bitte. Dankeschön. Dieser Verstoß gegen jetzt mit die Vorschriften bringt dir die nächste Kopfnuss ein, Freundchen. Echt, bin schickst du jetzt hier rein, da in den Strom. Na komm, lass sie mal hier reinlaufen. Oh Mann. Hey komm, lass sie mal hier reinlaufen. Dann lauft das hier von alleine. Okay, einmal Strom bitte weg. Ach so, ich muss das hacken. Ah, scheiße. Wo ist mein Hackpfeil? Ja, hat er. Dankeschön. Okay, hacken erfolgreich. Das heißt, das hat mir jetzt was gebracht. Ist jetzt der Strom hier weg? Ja, scheint so. Okay. Ah, ich dachte, das wäre ohne gegangen. Moin. Ja, geil, endgültig im Arsch. Dann können wir jetzt in die Sicherheitszentrale. Wo davor bestimmt noch irgendwas auf uns wartet. Ah, ich gehe auf die normale Niete. 3. Ja, 3 kleine. Ich schenke dir Wagen. Hier spricht Eleanor Lamb. Viele Jahre sind vergangen seit meiner letzten Aufzeichnung. Mutter hat einen Weg gefunden, mich psychisch wiederherzustellen. Aber sie kann dieses Ding nicht aus meinem Körper entfernen. Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich ein Monster. Ich kann mich nur an sehr wenig erinnern, nur an ein künstliches Gefühl von Frieden und eine zwanghafte Gier nach Adam. Dr. Alexander versucht mir zu helfen. Er ist für meinen Zustand mitverantwortlich, aber er möchte ihn verbessern. Okay, jetzt probieren wir das hier nochmal. Agnus D. Zugang gewährt. Nice. Willkommen, Gil Alexander. Hallo. Ich muss davon ausgehen, dass Sie nunmehr willens sind, mir zu helfen, mein Leben zu beenden. Oh, zuerst mal. Update 4 MG Querschläge. Ein extrem dichtes Stromfeld verhindert, dass Geschosse bei dem ersten Aufprall zerbrechen, sodass sie zu Querschlägern werden. Machen wir mal. Im Gegenzug stelle ich Ihnen eine freundlich gesinnte Sicherheitseskorte. Hier drin gibt es einen Schalter, der Ihnen Zutritt zu den wirklichen Laboratorien verschafft, wo das auf Sie wartet, was von mir übrig ist. Bitte, betätigen Sie ihn. Ich glaube, ich tue mal speichern. Das, glaube ich, ist jetzt eine ganz gute Idee. Und jetzt? Das machen wir hier. Ah, das müssen wir vermutlich hier hinten reingehen. Wow. Fuck. Ja, natürlich. Jetzt kommt sie da von allen Seiten her. Ah, Scheiße. Scheiße. Ah, komm her. Fuck. Okay, jetzt machen wir es mit dem Bohrer. Okay, was? Wer? Alter, jetzt auch noch mit Raketen hier.
Alter. Wie viel denn noch? Wow, 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 wow. Alter, wo kommst du jetzt her? Alter, ich hab kein Eve mehr. Alter. Okay, wir haben's. Es scheint, das Gefängnis war der reinste Segen. Ryan ist tot. Er starb durch die Hand seines eigenen Sohnes. Aber viel interessanter ist der innere Zwang, den man seinem Kind einprogrammiert hat, mit dem Code WDSF. Es war eine Art verbaler Auslöser. Worte, denen der Junge unweigerlich gehorchte. Auf eine gewisse Art hatte dieses traurige Ding, dieser Halbmensch, das selbst überwunden. Hochintelligent, aber frei von dem sogenannten freien Willen mit all seinen bequemen blinden Flecken. Fuck. Was, wenn man ihm befohlen hätte, das Allgemeinwohl zu steigern? Was, wenn er freiwillig gehandelt hätte? Bin ja knapp, okay. Dann... Ach, die Tür, ja, die war vorher zu, stimmt. Gibt's noch mal was zum Sagen? Oh, ich will nicht. Obertreibstoff. Verbandskasten. Obertreibstoff. Okay, da haben wir schon alles. Spitze. Puh. Okay, Leute. Also es ist doch nicht die letzte Episode. War es vielleicht die vorletzte. Wir sind schon wieder bei 37 Minuten. An der Stelle mache ich Schluss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und dann vermutlich der Boss Fight auf uns wartet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Tschüss. Das war's.